begrüße Sie sehr herzlich zum HZ-Bürgermeisterforum hier in Schenk-Lenzfeld. Ich begrüße Karl-Christoph Weller, Udo Langer, Hans-Georg Bock und Gunter Müller. Mein Name ist Hans-Georg Bock, ich bin unabhängiger Bürgermeisterkandidat für Schenk-Lenzfeld. Mein Name ist Udo Langer und ich bewerbe mich bei Ihnen um das Amt des zukünftigen Bürgermeisters. Mein Name ist Karl-Christoph Müller, ich bin 39 Jahre alt. Habe in Deutschland, der Schweiz und England studiert. Mein Name ist Gunter Müller. Ich bin geboren in Biedenkopf, habe meine Jugend in Bodenburg in der Fulda verbracht. Schenk-Lenzfeld mit einem Satz beschreiben. Meine Heimat. Eine attraktive Wohngemeinde, die sich weiterentwickelt, die meine Heimat ist, in der ich auch gerne weiterhin leben möchte. Heimat, tolles Land, Wurzeln, angekommen zu sein. Ein wunderschöner Ort, an dem es sich gut leben lässt. Warum wären Sie besser als Ihre Mitbewerber dafür geeignet, das Rathaus von Schenk-Lenzfeld zu führen? Diese Entscheidung muss ich den Wählern überlassen, denn ich kann jetzt hier keine Entscheidung treffen, wer was wählen sollte, warum ich besser bin als meine Kandidaten. Das müsste jeder für sich selbst entscheiden. Und wenn Sie der Auffassung sind, dass ich in der Lage sein sollte, diese Gemeinde zu führen, nach Ihren Vorstellungen, dann wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie mich am 24.09. wählen können. Herzlichen Dank. Also für mich wäre es eine Herausforderung, die Arbeit, die ich hier schon ehrenamtlich mein ganzes Leben lang für die Gemeinde getan habe, endlich dann als Bürgermeister weiterzuführen. Und dann nochmal richtig frischen Wind ins Rathaus zu bringen und unsere Gemeinde fit für die Zukunft zu machen und das auf einer sicheren Basis zu gehen. Danke. Das ist natürlich so eine Frage, der beste Mann. Ich möchte einfach damit da antworten, wo ich glaube, dass ich gut bin. Ich habe langjährige kommunale Erfahrung. Und ich glaube auch, dass ich die Kompetenz dazu habe und gemeinsam mit der Bürgerliste etwas bewegen, etwas gestalten kann. Ja, ich denke, man hat gemerkt, wir sind doch recht unterschiedliche Typen, Charaktere. Und ich werbe Ihr Vertrauen. Sie haben mich teilweise für Ihre Haustür kennengelernt. Sie haben mich heute Abend kennengelernt. Ich bin jemand, der zuhört, der sich für andere einsetzt, der nach Lösungen sucht, dann aber auch in der Lage ist zu entscheiden und das dann auch für die Gemeinde durchzusetzen. Wenn Sie mir das zutrauen, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Ich selbst traue es mir zu. Vielen Dank. Jede Stimme, die nicht abgegeben wird, stärkt die Extremisten in diesem Land. Deshalb gehen Sie wählen, wählen Sie und wählen Sie die Richtigen. Vielen Dank und kommen Sie zu